Thema, wo von Wesenheit auf der Erde installiert, um den Menschen zu verfahren. Das ist alles ein erkenntes Fakt aus dem ersten Seminar, welches wir euch als Kernstudium zur Verfügung stellen, in Form von Lobseminar. Und an dieser Stelle möchte ich gleich vorab allen Zuschauern, Hinterhörern, die uns in Kürze treffen werden, in Shanghai bei Carola und Maxwell Stirling, wir haben sensationelle Erfolge mit unseren letzten Beiträgen erzielt, indem wir den Widerstand transparent gemacht haben, den Widerstand von Menschen, die Lehrhaft der Schöpfung, die unverfälschte, reine Schöpferlehrhaft, das Bild aus uns selbst heraus, welches uns nur durch einen Menschen gebracht wurde, und das ist die Theorie Petrovich Arrowhead. Es gibt keinen anderen, und auch wenn Menschen versuchen, mit aller Macht ihre Irrtum zu bekräftigen, zu beglaubigen, du bist ein Lügner. Wenn die meisten versuchen, falsche Anerkennung zu bekommen, dann ist ja sehr traurig. Und auch diese Thematik behandeln wir ständig mit dem Hallo, ich bin der Julia, um die Menschen aus ihren falschen Glaubenssätzen herauszuholen. Und wenn man kämpfen würde, was keinen Sinn macht. Denn die meisten Menschen zeigen die Wahrheit verborgen, da sie sich selbst belügen, da sie Manipulationen, Illusionen weiterhin folgen und das vor allem auch in der spirituellen Szene. Das heißt, und das jetzt mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, wenn ein Rosina Kaiser behauptet, dass sie diejenige gewesen ist, die überhaupt die Arbeit mit Fern, russischen Heilmethoden und so weiter und die Arbeit von Carbon-Wolf bekannt gemacht hat oder behauptet durch gewisse Erfindungen oder Techniken wurden von ihr kommen, das ist eine pure Lüge. Das hat nichts mit der Schöpferlehre zu tun. Und ich sage es ganz, ganz deutlich, wir werden heute auch im Zuge des Beitrags, wo es um Transhumanismus geht und wo wir auch erklärt werden, was ist mit dem vorangegangenen Angriff auf mein Leben in Wahrheit mit unseren jetzigen neuen Erkenntnissen auf sich hat. Und das ist elementar und unglaublich wichtig für alle Menschen, das zu verstehen, aber auch zu verstehen, dass wir ein Mittel haben, welches uns erlaubt, uns von allen Wesen zu befreien und in unsere wahre Schöpfungskraft zu kommen. Und wer das nicht verstehen will, der Klaus, es gibt viele Wege. Und wer Klaus, alles hat eine Berechtigung, weil es also eingebracht wird, indem wir mit einem sogenannten Toleranzgedanken geprägt werden, ja, dass man uns sagt, viele Wege führen nach oben. Dieser Satz stimmt nur, wenn man ihn falsch versteht. Stimmt er nicht. Der Satz, viele Wege führen nach oben, bedeutet nichts anderes. Die Wahrheit zu erkennen und den Weg ohne Umwege zu erkennen, das ist alles, was ich verstehen kann, was ihr damit macht, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Ob Menschen schreiben und mich zu diffamieren, die Lehrtheorie Karl Wolf zu diffamieren. Niemand diffamiert dich. Die diffamieren nur das, was du diffamierst. Wenn du diffamierst, dann diffamieren die genauso. Wo oft damit dann hören die auch. Menschen ein Schneeballsystem abzutun. Dann erklärst du richtig, dann ist es das Hinde in der Kirche, ist doch genau dasselbe. Erklär es doch mal den Leuten, wie das abläuft. Darum geht es, den Menschen eine Alternative
Wir brauchen kein Geld, lieber Thomas. Wir brauchen es nicht. Wir nutzen es, solange es notwendig sein kann. Ja? Wir brauchen es nicht. Brauchen. Ja? Ich brauche nur eins, nicht was zu rauchen. So wie du jetzt. Geld. Geld. Kirill Sterikov. Geld. Geld. Die Leute wollen nur Geld. Geld symbolisiert Beziehungen. Joe Kräse. Doch, es geht mir gut, weil ich mache gerade einen V-Log für Kinder. Ich zeig dir, was Liebe ist. Und dir auch. Ihr beide habt ein Problem, nämlich mich. Das habe ich dir schon mal erzählt. Aber der ist gleich weg. Der fährt gleich in Urlaub. Und ich bin dann 2 Wochen für mich hier alleine. Wir machen Urlaub füreinander. Total geil. Das ist dein Papi. Das ist dein Mann. Das ist deine Omi. Man könnte auch sagen, dass diese Menschen nicht ohne Grund hier sind, sondern eine Schöpfung haben. Ich will. Der Menschheit bei hilflich zu sein. Wir alle. Die ganzen Fratzen aus dem Netz. Ich bin jetzt auch eine. Die Menschen haben es nicht einfach gemacht, weil diese Menschen sehr viele. Früh angefangen. Ich bin fürs Feten, ja, Feten, Alter, Feten. Eine Fete feiern, mit Freunden. Was denn? Diese Menschen, die, oder diese besetzten Menschen. Wie du? Oder diese, Ach, Thomas, was ist denn? Zeig dich doch mal, wie du bist. Also, das heißt, die Kerne außen, die angezogen werden. Komm schon! Also, für wertvolle Arbeit, die tun, mit billigen Lösungen. Genau, ich. Sie rufen bei den Menschen ein Mitleid. Ekel hervor. Nein, das mache ich nicht. Ich habe nur Spaß dabei, egal wie ich auf euch bin. Und wenn ich dann an der Stelle wollen wir uns dabei lassen und geschafft haben, die Lehrkategorie von Gehäuse den Menschen näher zu bringen, ihnen die Welt, die Marke ganz präsent zu eröffnen. Dieser Alleinigkeitsanspruch, vergiss es, Alter. Das will er auch nicht. Das, was wir transportieren, vom größten Teil der Menschen, die in unserem Kanal haben, verstanden wird, dass das, was uns aus, und vor allem, ich hab's auch verstanden. Die größte Beute dabei ist, dass es uns tatsächlich gelungen ist, die Seminare bei Max und Paola und Max wieder starten zu lassen. Und wir freuen uns sehr darauf, in den nächsten Tagen, das heißt, wir werden 2-3 Tage nach Bangkok fliegen, haben dort. Ich bin auch nie geflogen. Etwas zu erledigen, das Haus abzuholen, etc. für dich. Und werden dann direkt von Bangkok aus mit dem Auto aus Neuseeland nach Chiang Mai fahren. Nur unzählige Male auf die Fresse, was wir uns aufgestellt haben. Und dann natürlich mit den zahlreichen Nachhaltigungen. Los angeeckt, hat viele blaue Flecken bekommen, wo es gar nicht mehr waren. Wie wir stattfindet, eingeschrieben haben, ihre Hotels, die Sterne, die wir auf unser Treffen, auf unser Kennenlernen freuen. Und das ist natürlich ein. Es sieht jetzt aus wie der Sohn von Will Smith im Karate King. Das freut uns tot und wurscht und macht uns glücklich, dass wir mit unserem Kanal und mit dem Ansehen, welchen wir verfolgen, tatsächlich Erfolg haben. 11:36 Uhr. Erreichen uns natürlich auch viele krasse Mitteilungen. Nur eins. Wie beispielsweise
Eine Stunde erst genau. Nur die Tasse auch kippen werden. Logisch, zweifelsfrei gar kein. Ich weiß nicht, wenn man sich tun soll, denn. Mich einschalten! Ich habe nur zwei Möglichkeiten entweder. Mich einschalten! Ich bekomme das, was mir hier aus 3D, was mir hier passiert, was mir hier und so fährt. Machen! Ich bekomme das Nein! Das ist natürlich weh dafür. Mich einschalten! Und, dementsprechend gilt der heutige Beitrag vor allem. Dieser Tomate? Du bist eine Tomate, Thomas. Tomate. Dass die meisten Menschen dafür keine Vorstellung haben. Und sie lachen geht, ja, ich weiß. Bio-Waffe, so ein Fuchs, auch auf dem Bein. Das ist eine Bio-Waffe, so ein Fuchs. Ja, wir sind so. Dein Sohn, bitte, bitte. Komm nach 14. Ich danke. Wir gehen mit Heinz Matera. Die Schlüssel sind nicht teuer. Und wie das Ganze nicht zusammensetzt, was da eigentlich passiert ist. Und da wir vor ein paar Tagen von einer lieben Hinhörerin eine sehr, sehr ausführliche E-Mail bekommen haben, den Namen werden wir jetzt nicht veröffentlichen, obwohl ich weiß, dass es dir egal ist, weil die bereits in der Öffentlichkeit stehen, aber wir werden. Ach, der betrifft mich doch nicht darauf, da würden Sie mal eingucken. Ja, weil muss sich erstmal für mich interessieren, bevor er mich zitieren kann. Entscheidungen zu fällen. Wie wir mit diesem Thema in Zukunft weiter fortfahren können, aber welches Thema? Dieser liebe Mitmensch, die sich bildungsbewusst an uns gewandelt hat. Und wo ich halt heute verraten werde, aber alles, was jetzt in diesem Beitrag zur Sprache kommt, schon. Ist auch schon Antwort und dieser Antwort. Du musst keine E-Mail mehr schreiben, reicht doch. Geld oder all das da draußen, um vor diesem Ding bist du schon wieder gewaffnet zu sein und auch zu verstehen, dass dort keine Angst zu haben. Was? Gewaffnet sein? Ja. Und aus diesem Grund werden wir das Thema, welches wir unter der Regierung haben, laufen lassen. Heute nochmal in einem neuen. Joinschaft, Freundschaft. Eine Joinschaft. Wir gehen jetzt nochmal in den Beifang Biowagen. Und ja, ich erinnere euch, dass ich euch erklärt habe, dass in der Joinschaft von den Grünen haben sich verschiedene merkwürdige Dinge aus einer Pickel am Arsch, also der ist gewachsen. Meine Dame Flore war auch letztlich von kurz nach Weihnachten Erscheinungen enttäuscht. Und eine schöne Arbeit habe ich angefangen, intuitiv diese Gebilde an meinem Flore zu untersuchen. Habe angefangen, diese Gebilde mit Nadeln und mit einem Pinzette auszuschneiden. Das sind Fingernägeln. Ich drücke immer die ganzen Nägel aus. Das ist eine Übelungsbombe. Das ist sonst etwas nicht stimmt. Und ja, das hat natürlich am Anfang nicht so richtig verstanden. Dann hat gesagt, wenn ich das ja wie Reinigungsprozess zu was da los ist und bla bla bla. Und Ich habe mein ganzes Probe wurde übersehen, man muss zwischen
Aber ich habe relativ schnell festgestellt, dass diese Moskitostiche nicht. Man braucht ganz Waschlappen, wenn man diese Dinge haben. Kein Tier, neue Gebilde an meinem Körper, Kenne ich. Dann willst du ja auch nicht sehen, was ich überall irgendwo wachsen habe. Irgendwas ist alle weg. Mein ganzen Körper haben sich kleine, merkwürdige Gebilde gebildet. Pickel? Ja. Pickel? Und ja, Pickel. Ich habe den Kuhbeitrag bereits schon erläutert. Darauf möchte ich jetzt nicht nochmal diese ganze Prozedur, die ich jetzt bei Zoom gerade erläutert habe. Wer das interessiert, wer heute neu bei uns auf dem Kanal ist, der soll wieder in der Vollständigkeit alle Beiträge kaufen, wo explizit den Beitrag Biowaffen, ja, wo ich erkläre, Biowaffen, das ist Biowaffen, dass diese Wiedereinigung, die Schauer, wenn sie sich heute in den letzten drei Tagen vollgesetzt hat, und hier da, es gibt Erkenntnisse, die auch mir jetzt schon, man kann sich auch bewahren, was den Bund und den Flügelmechanismen hat, aber mir kennt man verschiedene Dinge, glaube ich, erstmal bewusst geworden sind, die in meinem Leben passiert sind. Mir ist gestern erst bewusst geworden, dass ich fit zum Erlernen der Schöpferlehre vor zwei Jahren. Ich glaube, das habe ich auch angefangen. Also, das ist mir nicht bewusst geworden, sondern ich habe bis zu dem Zeitpunkt, dass ich die Schöpferlehre erlernt habe und umgesetzt habe, habe ich mein ganzes Leben lang unter massiven Schlafstörungen gelitten. Ich nicht. Also so massiv, dass es für mich mein Leben lang normal war, nicht schlafen zu können. Nicht schlafen zu können. Es gibt Zeiten in meinem Leben, in denen ich fast dieselbe Zeit mitten in der Nacht wach geworden bin, nach einer Stunde Schlaf und nicht mehr schlafen konnte. So bin ich jeden Tag arbeiten gegangen und habe mich teilweise fast nicht aus den Beinen halten können. Kennst du Fight Club? Ich war nicht normal, ich habe den Tag auch keine Bedeutung geschenkt. Fight Club? Sondern, da bekannt wurde die Story. Ja, die Männer, die mir in meinem Leben passiert sind, Annehmer, Bekämpfer, Überwinder, Rüdiger Lenz, nie aufgeben. Du stellst dich an. Niau. Ja, habe ich dem eigentlich nie bedeutend zugemessen. Aber gestern ist mir klar geworden, dass durch den neuen, also durch die Mitteilung und die Dokumente, die uns zugestellt wurden, die Medien, die Beweise, die vorher nicht da waren, und ich euch auch gesagt habe, dass in den vorangegangenen Beitrag der liebe Eingang und auch die Julia mit der Situation so dermaßen überfordert waren, was damals passiert ist, dass ich mir wirklich Aliens aus dem Körper geschnitten habe. Und zwar mit einer Nadel gemacht. Aliens? Ja. Ich habe sowas mal hier oben rausgezogen, ja. So eine lange Phrase. Und dann auch, da wächst noch rum, dass ich mal. Oder wie auch immer, das heute sehen wir, dass es die Phase von den Fingernadeln, eine Phase. Genau, eine Phase, ja, keine Phase, habe ich auch schon rausgehört. Ganz kurz Besenstiele. Ja, so spannend, überall rund. Ich brauche ich kein Plastik-Shampoo mehr und kein Tischgel und kein Rasieren mehr. Und die haben hier in 24 Stunden Reinigung. Mehrere hundert Eine Wahrheit, das probieren nicht. Die wir machen können, wobei ich, wie gesagt, nochmal daran weise, dass der Heilkamera hinhalten. Einfach Zeitpunkt so quasi gesetzt war. Und der immer noch. Also nicht sehr aktiv, nicht falsch gesehen, sondern das Heil war die ganze Zeit so quasi gesetzt. Und halt in dem Moment, in dem ich begriffen habe, dass die anderen Zeichen, die wir mir geschrieben haben, ausgetaucht sind, da total sind.
dass sie aktiviert wurden. Woher wusste ich nicht, warum wusste ich nicht. Das ist doch eine Übersetzerin, wieso fragt ihr die nicht? Und das ist auch wieder, meine Texte müssen jetzt davon gehen. Es gibt Menschen, die intuitiv alles wissen. Ja, alles. Immer. Und zwar die pure Wahrheit, das pure Wissen. Ja, und so ist alles. Und wir wollen euch heute. Geht immer noch schöner. Als fühlt sich nach Bedarf. Die Jungen reden, um die alten Klappe zu halten. Grüßi. Grüßi. Das ist meine fünf Regeln. Und müssen auch an Tiere zu essen. Dass die dabei den Menschen, das muss der Mensch müssen, Tiere auch zu anfangen zu küssen. Dass es kein Gut ist, dass es keine Erfindung ist und wie sich das alles zusammensetzt, aber auch der Weg daraus. Dichten. Als Menschenmöglichkeiten haben wir ganz Herzen. Beziehungsweise die bereits vorhandenen Dichtungsfragen. Dichter im Land, der Dichter und Denker, wir sind nicht Dichter. Wir sind Dichter, wir können Dichter, ja. Weißt du? Wir sind zwar Dichter, aber wir können ja, Dichter. Ich das Ganze überlegt habe. Ich auch. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt wusste, dass diese Dichter verbrennen können. Hab schon mal nicht. Diese Implantate. Ich war ein Lieber. Diese künstlichen Intelligenzen oder künstlichen Paradiesen. So ist es meine Organe von innen heraus aufhängen. Die Liebe hat mich gerettet. Und ich habe mich verrennen lassen. So, das wusste ich. Wenn ihr meint, nach der deutschen Einheit, na? Ich bin das Ganze nochmal so wütend. 2012. Nach der deutschen Einheit. Überwachung und Folter. Ich habe mich auch überwacht und gefoltert. Mann, war ich schrecklich unterwegs. Alter. Laufen diese Forschungsarbeiten um. Denken wir an das Inhalt. Es ist so. Nicht falsch verstehen. Es wird nicht es so. Sondern den Militär. Ja. Menschen. Wird. Ja. Aber jetzt muss man natürlich verstehen, dass Militär. Wie auch immer wir diesen Zeichen wollen. Die in den gesamten Hierarchie aufgebaut hat und Pyramiden. Multitär. Und das Militär, Arbeitsindustrie, Schwarzbundheer. In Heimat, die alle sitzen an der Spitze der Pyramide, sitzen die Hybridmenschen, also die aus den nackten Erfolgen geschaffen wurden, oder, wie auch immer, und kontrollieren was. Das heißt, natürlich wird im Zuge dieses Pyramidenspiels. Wie auch immer, aber es geht darum, dass im Prinzip das, was sie wollen, zum Erfolg führen wird, nämlich das heißt, dass sie Scheiße zu lügen. Die Daten, von denen wir keinerlei Vorstellung haben, weil das unser Horizont und Horizont bei weitem oder überhaupt übersteigt, dass die Dinge bei den Menschen eingesetzt werden. Was man erforscht, ist die Verhaltensweise der Menschen. Ja. Wenn man erforscht sozusagen die ganze Ausführung, wie schnell man einen Menschen in den Wahnsinn treiben kann, was man mit den Menschen alles tun kann, wie man ihn steuern kann, wie man 60 Stunden wach sein. Oder wie man seine Sexualität verändert, damit er schwul wird, oder Stuhl. Homosexuell, oder eben auch lesbisch, oder wie er wahnsinnig wird, wie er stützen wird. Dass der Plan natürlich so geschickt umgesetzt wird, dass man den Menschen Innovationen verkauft, wie beispielsweise Innovationen, die immer mehr Technikbeherrscher und Smartphones. Oder Smartphone-Technologie im heißen Bund
automatisch. Das Ganze wird im Super so verkauft. Meines Marken. Also eine neue helfende, das Leben allein schon der Psychologie ist. Ja. In Wahrheit, liebe Freunde, das müsst ihr endlich verstehen. Jede Technik, der eine Fülle an Möglichkeiten, ja, sich auszudrücken, lieber Thomas. Ein Witz. Sollen wir folgen? Gänzlich? Experia! Ja! Ich experimentiere. In meiner Ideologie. Ich muss dich übertönen. Übertönen. Ich muss dich übertönen. Übertönen. Ich muss dich übertönen. Übertönen. Tönen, tönen, tönen. Dann können wir singen von den vielen, vielen schönen, schönen, schönen Dingen. Singen, singen, singen. Und dann wieder springen. Springen, springen, springen. Dass wir Menschen ewig und unsterblich gesehen waren und gesehen werden. Von wem? Von auch Gott. Immer. Und es nie vorgesehen war, dass wir sterben sollen. Waren. Waren nie vorgesehen. Die Dinge, die aus der Werbetheorie kamen, kann man heute auch vorgehen und aus seinen Büchern. Singen. Es gibt mir Energie, dass ich nicht mehr singen muss, dass ich jetzt zuhören will. Das heißt, eben, dass ich damit befasst und was ich da eigentlich logisch geht, ja, doch steht, dass es darum geht, dass der Mensch seine Unsterblichkeit und sein ewiges Leben hat. Alles klar. Und dass jeder Mensch sein eigenes Universum hat und dass es darum geht, neue Welten stehen zu lassen und zu anderen Planeten. Das kleine Universum ist die Kugel von dem Sonic, von dem Igel, ja, bei Sega, Sonic Racer. Das darf man nicht viel. Das ist auch eine Kugel um das Universum, eine Kugel um dich drumherum. Damit wir vergessen, dass wir kümmern. And Arrow has occurred. Please try again later. Learn more. Bei 33,28. Dein Universum, er hat keinen Bock auf den Geschwatzen. Er will nicht jetzt mal einen Keks essen. Und mal anscheinend ziehen. Aber das ist ja Double Stone und die Zeit, dann wieder von dem Spiel haben wir. 11:53 Uhr. Na, ich bin dein, eine Zeitansage. Mein Problem ist nur, dass ich noch keinen Halsband für die Fix habe. Wo ist denn das nur abgeblieben? Hm? Müssen wir dir einen Schlips umbinden? Einen Schlips umbinden? Ja, weil dummerweise die Schaffner haben da so ein Problem mit. Ja, das glaube ich. Nur ein. Na, wir haben doch eine weiße Leine. Das habe ich auch zwei. Dann müsste das lange weiße Ding. Das ist so ein Gürtel. Na, Leine habe ich, aber eben. Na, machst du einen Dienste? Dienste insgesamt drumherum. Und mal schön knoten. Da darfst du nämlich auch nicht dran. Ja, ich hab direkt mal. Gefällt dir das? Ja, schon mal. Und dann legst du gleich dran, genau. Das nicht getragen, ne? Der Hund ist 42. Mhm. Alex steht drauf. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mache. Schlips binden. Gut erzogener Hund. Ja. Was ist das für
ein Münster. Das ist ein schönes Münster mit einem Schnitzel. Da gibt's ein schönes, da habe ich ein schönes Bild von Walter Mörs vor mir. Da ist so ein See oder ein Meer und dann gucken zwei Haie raus, ja, und die haben ein Schiff. Und der Blaubeer sagt so, oh mein Gott, Haie! Und dann so, oh nein, das ist viel schlimmer, es sind Immobilienhaie. Ja, Immobilienhaie. Das wird ein Immobilienhund. Ja, habe ich oder war ich es nicht, weil dadurch natürlich mehr Hopf fehlt. Eine Woche vom Frauentag. Naja, das ist alles. Du hast dann immer deine Leine, deine Schlüpfung, pack dein Halsband. Das ist ja gut versteckt drin. Na, das ist nicht eine schöne Sache, weil du. Wem gehört denn der Schlüpf? Hatte der den schon mal um? Wie bitte? Hatte der den Schlüpf schon mal um, oder? Oder ist es deiner? Den ist der kaputt. Ich krieg vor meinem Schenk oben, ja. Also den hast du selbst auch noch nicht getragen? Nee. Du, ich habe gestern hier den Film Koppler habe ich mal angemacht, der mit Adam Sandler, der Schuster, der die Schuhe mit der alten Nähmaschine heute so ist und dann ja. die Identität von denen annimmt. Und vielleicht ist das ja mit dem Schlüpf auch so. Aber du kennst ihn ja, wenn er einen Schlüpf anhat, oder? Ja. Dann ist er doch ein ganz anderer. Beziehungsweise noch hört er noch besser aus als sonst. Das geht auch nicht. Natürlich fällt er oft und die Leute haben automatisch viele Angst. Weil das ist das Problem, weil die Leute einmal Angst haben. Ja. Mit dem Schlüpf denken oder so. Ja. Da kann ich böse sein. Genau. Und das ist, naja, geht gar nicht. Ja, mit Schlüpf fett. Wieder mit Schlitz. Bitte verabschieden Sie sich der Elf. Das ist doch Film. Ja. Cool. Jawohl. So ist schön. Das ist jetzt. Plätzchen, Cookies. Zellmannchen. So süß. Die Mandeln in der Krimis. Erzähl mal was von deinem reichen Arbeitsleben hier. Jetzt spielst du Träger. Ja, jetzt sehe ich immer schön sauber. Oh, die schönsten Pfoten auf der ganzen Welt. Hast du diese Schuhe gesehen? Das sind die schönsten Hundepfoten der ganzen Welt. Ja. Nicht so viel Beinchen. Miau. Der beste Freund des Menschen, der Hund. Nazis und Fied. Versuche noch ein bisschen besser zu machen. Mach besser. Du bist jetzt gerade noch beim Film. Ja, die Krawatte, die ist einfach so einladend. Ich hau erstmal noch hin.